Freundschaft im Fußball ist das heutige Thema. Frage ist, gibt es das oder gibt es das nicht? Aus diesem Grund habe ich mir zwei Herren eingeladen, die das definitiv beantworten können. Danke fürs Kommen, Ole Glasner und Michael Angerschmidt. Freundschaft im Fußball. Ihr zwei kennt euch wie lang? Sehr lang. Sehr lang, ich weiß jetzt nicht, aber sicherlich mindestens 25 Jahre, glaube ich. Also, wobei seit 92, ich bin 1992 damals nach Ried gewechselt. Da haben wir uns dann näher kennengelernt, haben natürlich schon, weil wir auch gleich alt sind, im Nachwuchs gegeneinander gespielt. Aber dann, ja, Mitspieler sind wir geworden 1992 und seitdem kennen wir sie eigentlich sehr, sehr gut, also seit mittlerweile 23 Jahren. Also Gegenspieler Michael Angerschmidt, damals schon robuster Einsatz. Ich kann mich gut erinnern, die meiste Zeit haben natürlich wir gewonnen, das war so. Wie er dann nach Ried gekommen ist und wir haben dann sehr lange, eine sehr schöne Zeit, eine erfolgreiche Zeit miteinander verbracht. Und durch das, dass wir auch geografisch, dann sehr nah beieinander waren, war das einfach dann so, dass wir sehr, sehr gute Freunde geworden sind. Auch uns dann, nachdem alle in Salzburg waren, die in Ried Trainer, wir uns wöchentlich mindestens zweimal austauscht haben und da auch telefoniert haben. Und ja, so gleicht man halt dann die Ansichten gegenseitig auch ab. Ich habe damals sehr, sehr viel erfahren, was sie in Salzburg gemacht haben und umgekehrt. Und so tauscht man sich dann das Freund aus. Wir haben nicht nur die Freundschaft am Fußballplatz, sondern auch abseits. Wir sind mit unseren Familien in Urlaub gefahren, schon gemeinsam. Wir sind auch gemeinsam auf Männerurlaub gefahren, ohne Familien. Da wollen wir jetzt nicht nachfragen, was da konkret passiert ist. Nein, aber natürlich, Freundschaft zeigt sich natürlich nicht, dass wir uns nur über Fußball austauschen. Ja. Es gibt auch ein Leben abseits vom Fußball, auch wenn das dominierende Thema natürlich die Kickerei ist, aber die Freundschaft ist eigentlich über dieses Thema Fußball hinweg. Es ist jetzt natürlich noch sehr aktuell, ein bisschen ein ungewolltes Bild, euch zwei da jetzt im Lastrikot sitzen zu sehen. Erste Trainingseinheit ist vorbei. Eindruck, wie war er? Seid ihr zufrieden? Sehr positiv, also ich habe einen sehr, sehr positiven Eindruck von der Mannschaft. Waren alle, haben wirklich voll mitgezogen, war eine tolle Stimmung. Auch schon vorher da in der Kabine herinnen und draußen. Ist eigentlich so, wie wir uns das vorstellen. Und ja, ich meine, dass wir da heute in der LAS-Garnitur sitzen, das hätte ich vor zwei Monaten selber nicht für möglich gehalten. Aber ich habe eines gelernt im Fußball, nämlich, dass nichts unmöglich ist, dass es eigentlich immer anders kommt, wie man das glaubt, wie man plant. Und deswegen habe ich zumindest aufgehört, im Fußball irgendwie was nach vorne zu planen, sondern einfach das Beste aus der Situation zu machen. Und das war halt heute die Trainingseinheit mit dem LASK. Und die werden morgen zwei Trainingseinheiten mit den Spielern sein. Und was die Zukunft bringt, wie gesagt, habe ich aufgehört zu planen, weil hättest du mir das vor zwei Monaten gefragt, hätte ich gesagt, das gibt es nicht. Das ist richtig. Hat eigentlich die da alle kontaktiert oder wie kam es eigentlich dazu, dass Co-Trainer Angerschmidt, war das dann so Attacke, Hilfe, ich brauche die? Nein, es war nicht Hilfe, ich brauche die, sondern er hat mich angerufen und hat ihm gesagt, dass eventuell die Möglichkeit gibt, beim LAS-Trainer zu werden und ob man sich vorstellen konnte, unter ihm als Co-Trainer zu arbeiten. Und ja, wir haben uns dann, so wie wir das immer machen, als Freunde austauscht, haben wir mal abgeweckt, das Positive, das Negative. Und gut, von meiner Seite her war es dann relativ schnell klar. Ich denke, schneller wie beim Olli, weil ich zu Hause war. Und wenn du ein Jahr zu Hause bist, dann bist du halt einfach auch froh, wenn du wieder am Platz stehen darfst und wieder arbeiten darfst. Und, deswegen hat es mich halt dann auch gefreut, dass er mich angerufen hat und nochmal, es ist für uns eine sehr, sehr schöne Aufgabe und wir werden schauen, dass wir da das Beste draus machen. Ja, und für mich ist das auch relativ einfach. Ich habe ein relativ klares Anforderungsprofil an meine Mitarbeiter, nämlich das ist fachlich top und menschlich top zu sein. Und bei Michi war es einfach beides und deswegen hat es da eigentlich für mich gar nicht lang zum Überlegen gegeben und haben dann halt kontaktiert, weil ich auch natürlich gewusst habe, dass er auf der Suche nach einem Job im Fußball ist. Aber wie gesagt, das war nicht der ausschlaggebende Grund, sondern der war fachlich top zu sein, menschlich auch. Und es sind einfach beste Voraussetzungen für erfolgreiches gemeinsames Arbeiten. Wann war da eigentlich bei dir so der erste Moment, wo du gedacht hast, ich möchte was anderes machen? War das irgendwann einmal, weiß ich nicht, beim Training, war das beim Spiel, war das daheim, bist
Backhaus noch mit der Badewanne gesessen bist. Wann war so dieser erste Moment? Ich weiß das nicht mehr so genau. Es war jetzt nicht so, dass ich noch gesagt habe, ich brauche eine Veränderung oder ich suche jetzt irgendwie aktiv noch was. Sondern ja, es hat halt im Endeffekt intern das ein oder andere gegeben, was halt dann nicht so passt hat. Und dann ja, war ich halt, sage ich mal, dann auch offen für was Neues. Und dass das dann mit dem LASK sehr gegeben hat, wie gesagt, das hätte ich vorher auch nicht für möglich gehalten, obwohl ich natürlich das schon gewusst habe, dass speziell der Jürgen Werner mich als Trainer sehr schätzt. Er war auch jahrelang mein Berater und ist Freundschaft entstanden, aber wir haben eigentlich über das nie gesprochen. Ich habe mich auch überhaupt nicht abgeworben oder irgendwas, sondern ja, ich war halt dann auf einmal offen für was Neues und dann ist diese Möglichkeit LASK hat sich dann ergeben mit einfach einer ungeheuer interessanten Perspektive, aber auch mit einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe. Also das ist mir schon bewusst, dass das jetzt nicht ein Honiglecken ist, von Ried nach Linz zu wechseln. Ich habe das auch bei der Pressekonferenz gesagt, dass ich schon einer bin, der sich sehr wohl Gedanken macht. Ich habe auch gewusst, dass da ein mittelschweres Erdbeben entstehen wird. Ich habe nicht erhofft und erwartet, dass es ganz so schwer ist, aber ist auch egal. Wir werden uns da wieder aufraffen. Es hat ein bisschen was in Schutt und Trümmern, liegt momentan, aber wie nach einem Erdbeben, wenn man dann wieder richtig anpackt, dann kann man das auch schnell aufbauen. Aber wie gesagt, ist mir schon bewusst, dass wir da ein sehr, sehr interessantes Abenteuer, aber auch ein sehr, sehr waghalsiges und riskantes annehmen. Aber ja, das ist das, was ausmacht, das ist das eigentlich, was ich gesucht habe, sowohl das Kribbeln da ist, jetzt diese 0815 Jobs. Meine Frau hat zu mir gesagt, nach der aktiven Karriere, Oliver, wir bitte Lehrer, dann gehst jeden Tag in der Früh in die Arbeit und kommst früh Nachmittag heim und wir haben viel Zeit und so. Und ich habe gesagt, ja, aber ich suche das nicht jeden Tag das Gleiche, obwohl das ein sehr, sehr interessanter und auch das ein toller Job ist. Und vor allem, man hat viel Zeit im Sommer. Nein, aber man hat natürlich auch eine Riesenaufgabe, Kinder und Jugendliche was beizubringen, die auf ihrem Weg zu begleiten. Und denen ist ja nicht so ganz unähnlich. Wir sind ja auch Fußballlehrer. In Deutschland heißt ja die Ausbildung Fußballlehrer. Aber du stehst natürlich nicht so unter Druck, nicht so unter Beobachtung. Du hast jetzt nicht ganz so das klare Ziel oder auch diesen, also die beobachten nicht Wochen für Woche mehrere tausend Leute und schreiben etliche Gazetten über die, sondern das hast du halt im Fußball, diesen Kick, und das ist alles, was ausmacht, gepaart mit der tollen Arbeit mit den Spielern, mit dem, dass du permanent austauscht. Das ist das, was ausmacht, und sowas habe ich gesucht. Aber mir ist schon bewusst, dass das jetzt kein Honiglecken und auch durchaus riskant und waghalsig ist. Aber eine gewisse Dankbarkeit für die Möglichkeit, weil Ried hat ja trotzdem letztes Jahr die Möglichkeit gegeben, als Cheftrainer zu arbeiten, wie es dann nach dem ersten Saisonviertel so richtig von außen auf einmal Unmutsäußerung gegeben hat, nicht die Mannschaft und wie die spielt, und das wird noch dauern. Und die Rückendeckung war ja da. Also das heißt, man kann ja eigentlich jetzt nicht sagen, rutscht mal alle im Bugel ab. Also wir sind sehr wohl dankbar für das, was dieser Schritt im letzten Jahr überhaupt auch gemöglicht worden ist von dem Verein. Genau das, was du jetzt sagst, das habe ich aber auch nie erhellt herausgemacht, habe das mehrmals öffentlich gesagt und habe mir beim Präsidium, beim Reiter Stefan persönlich dafür bedankt, für diese Rückendeckung, für das Vertrauen, obwohl sie natürlich auch gesehen haben, dass wir gute Arbeit leisten und dass es halt noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, aber wenn man beharrlich an den gewissen Dingen arbeitet und eine Idee verfolgt, dann wird sich der Erfolg einstellen, und das haben sie damals gesehen und natürlich auch mir den Rücken gestärkt, aber das habe ich mehrmals öffentlich gesagt und wie gesagt auch Ihnen persönlich, das ist mir auch immer wichtig, weil ich weiß, dass das im Fußball nicht selbstverständlich ist. Ich finde es auch jetzt schade, dass das Ganze eben so eskaliert ist. Ja, ist halt leider so. Wie gesagt, haben wir mit Sicherheit alle unser Schäufel dazu beigetragen. Aber ja, wie gesagt, es liegt jetzt ein bisschen was in Schutt und Trümmern. Und wir werden das aus dem Weg räumen, werden wieder was Neues aufbauen. Und es wird dann sicherlich auch wieder mal eine Gesprächsbasis, eine gute, eine ordentliche geben, da bin ich zu 100% überzeugt. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen? War dir klar, was da für eine Lawine daherkommen wird, wenn er das macht? War dir klar, was für eine Lawine daherkommen wird, wenn du auch noch dabei bist? Ja, auf jeden Fall. Es war, wenn du von Ried, von der ersten Bundesliga zum LASK gehst, in die zweite Liga,
als Rieder Urgestein dann vielleicht auch noch den Co-Trainer mitnimmst, der ewig in Ried gespielt hat und dort Trainer war, dass das natürlich eine Riesenlawine auslöst, das war zum Erwarten. Das haben wir ja im Vorfeld schon besprochen, dass das kommen wird. Es passieren halt dann leider oft Dinge, die nicht ganz so passen oder die halt nicht ganz so schön sind, aber auch das haben wir gewusst, dass das vielleicht passiert oder passieren kann. Und es ist ja so, dass vielleicht gewisse Leute oder Fans oder wie auch immer enttäuscht sind. Das ist so, aber ja, im Grunde kann man ich jetzt nichts vorwerfen, weil es war nicht so, dass ich weggegangen bin, sondern dass ja ich im letzten Jahr, dass mein Vertrag nicht mehr verlängert worden ist und ja, dass es immer wieder Veränderungen gibt im Fußball. Da sind wir, denke ich mal, nicht die Ersten. Da hat es ja ganz andere Fälle gegeben und es wird jetzt hoffentlich in ein, zwei Wochen groß drüber gewachsen sein und dann wird sich auch die Situation wieder beruhigen. Ja, weil für mich das Interessante ist ja das, warum ist das ausgerechnet im Fußball so ein Problem? Ich sage jetzt einmal, in der Wirtschaft, im anderen Ding, gibt es ja immer wieder Wechsel, dass Leute von Vorstand X abgeworben werden zu Vorstand Y, die wechseln sich aus oder sowieso, der Wechsel halt in der Konkurrenz. Kein Problem, ist völlig normal. Aber ausgerechnet im Fußball ist das da irgendwie so ein ethisches No-Go, so quasi, das macht man einfach nicht. Obwohl ja die Zeiten von den Gerrards und Xavis im Prinzip, die halt ein ganzes Leben lang bei einem Verein sind, in der heutigen Zeit, ja, das ist ja eh schon längst vorbei. Also ich glaube nicht, dass, also jetzt mal in unserem Fall war es ja kein Abwerben, sondern es war halt dann, dass der Michi sowieso daheim war und ich eben dann einfach für eine neue Aufgabe offen war, also es war kein aktives Abwerben. Aber es ist natürlich so, dass halt, wenn jetzt von Audi zu BMW in Oberösterreich wer wechselt, kriegen wir das gar nicht mit, weil halt das sind mehrere tausend Leute. Beobachten, dem auch nicht jede Woche mehrere tausend Leute auf die Finger schauen, sondern dem muss jetzt ein Aufsichtsrat berichten, wahrscheinlich quartalsmäßig und leitet in Wahrheit ein viel größeres Unternehmen, aber es kriegt keiner mit. Wir stehen halt extrem in der Öffentlichkeit, wir werden sehr, sehr genau beobachtet und dann ist es auch so, dass halt für viele noch immer nicht klar ist, dass halt das ein Profigeschäft ist. Also das ist unser Beruf. Für ganz, ganz viele Leute ist Fußball ihr Hobby, die in Amateurvereinen spielen, trainieren. Unglaublich viele ehrenamtliche Funktionäre, die da wahnsinnig viel Zeit und Herzblut opfern. Aber in unserem Fall ist es halt unser Job. Und wenn wir irgendwo keinen Vertrag mehr kriegen, dann gehen wir aufs Arbeitsamt und melden uns arbeitslos. Und das sind einfach ganz andere Voraussetzungen, wenn man sehr, sehr lange dabei ist. Auch also ich in meinem Fall habe das auch lernen müssen über die Jahre, aber ich bin jetzt mittlerweile auch eben seit über 20 Jahren im Geschäft. Und ja, dann ist halt ein Beruf, es gibt es immer wieder Veränderungen und es gibt immer wieder Wechsel. Wir sind ja zwei, die was das als aktive Spieler eigentlich eh so gut wie nie gehabt haben, die fast die ganze Karriere bei einem Club gespielt haben. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich bin im Zuge meiner UEFA-Pro-Lizenz der letzten Ausbildung geworden bei der UEFA in Lyon und da haben sie uns gesagt, die durchschnittliche Verweildauer eines Trainers ist 1,53 Jahre. Also von dem her, sagen wir, der Michi hat einen Schnitt, ich bin halt knapp drunter gewesen. Aber das ist jetzt eigentlich ganz was Normales, nur ist ja eine gewisse Brisanz zwischen Ried und LASK, diese oberösterreichische Rivalität, von Bundesliga in die zweite Liga zu wechseln. Wie gesagt, da haben wir sicherlich alle miteinander wahrscheinlich Fehler in der Kommunikation gemacht, weil es hätte auch so sein können, dass jeder in Wahrheit auch als Gewinner davon geht. LASK als der jetzt einen Trainer kriegt, den sie wollten, Oliver Glasner, dass er die Aufgabe jetzt ausüben kann, die er möchte und die SV Ried hat jetzt auch zumindest eine finanzielle Abgeltung bekommen und von dem her hätte man es sicherlich besser kommunizieren können, ist nicht passiert. Wie gesagt, dass es Unruhe geben wird, war mir klar, aber und ich habe überhaupt kein Problem, dass irgendjemand sagt, ich verstehe das nicht und der Oliver ist ein Depp, weil er das macht und was ist denn in denen eingefallen? Überhaupt kein Problem, aber ich verwehre mich und werde auch nie akzeptieren, dass irgendwie meine Familie beeinträchtigt wird oder so, weil die haben mit dem nichts zu tun, sondern die
sage ich mal, wollen oder wir wollen ein glückliches Familienleben abseits vom Fußball. Und das ist halt mein Beruf, so wie andere in irgendeiner Firma geht. Und ich sehe den Beruf nicht einmal so darin, dass das Geldverdienen Nummer eins ist, sondern für mich ist Beruf Leidenschaft, ist Herausforderung, eine tolle Aufgabe. Und dann kommt halt das, dass man die Familie mit ernährt, das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Und deswegen ist es für mich nicht nachvollziehbar, wenn das dann im Bereich Familie geht. Wie erkläre ich das meine Kinder, wenn jetzt meine Kinder zu mir kommen und plötzlich völlig aufgelöst irgendwie blöd angemacht werden oder sonst irgendwas von Leuten? Wie kommuniziere ich das? Weil die kennen ja genau gar nichts dafür, wie du richtig sagst, also die Familie oder sowas. Wie geht man mit so einer Situation um? Ja, ist natürlich nicht leicht. Ich bin einfach auch jemand, der versucht, diese Thematik von zu Hause abzuschotten, weil, wie gesagt, der Druck, der auf mir jetzt oder auf uns lastet im sportlichen Bereich, hat daheim nichts zu verlieren. Meine vierjährige Tochter, die soll von dem nichts mitkriegen, weil da kommt der Papa heim und nicht der Lasttrainer oder der Riedtrainer. Und deswegen versuche ich das so weit, wie es geht, fernzuhalten, was bei der vierjährigen Tochter noch relativ leicht geht, bei meinem 13-jährigen Sohn. Und der zweite Sohn ist 10. Nicht mehr ganz so einfach, aber ja, natürlich reden wir drüber und ich horche da immer sehr, sehr genau hin, ob das eh kein Problem wird. Es ist Gott sei Dank nicht so. Ich versuche das auch immer ganz bewusst herunterzuspielen. Und bisher ist uns das ganz gut gelungen. Aber es ist natürlich eine Thematik. Gott sei Dank sind jetzt, kann ich eigentlich für unsere beide, der Michael hat zwei Kinder, für unsere Kinder sprechen, die sind im Fußball groß geworden. Also vorher noch als Spieler, da geht es ja nicht unwesentlich anders. Aber es ist jetzt genauso, wie es natürlich sehr, sehr schöne Zeiten gibt, wo die ja angesprochen werden, wo jetzt in Salzburg Co-Trainer war und wir im Europacup gespielt haben, haben sie es natürlich auch immer wieder gefragt, ja, wie ist das mit Papa und die spielen gegen Amsterdam und haben Bayern München geschlagen. Und sag ich mal, auch viele positive Dinge und das gehört halt auch das dazu, dass halt manchmal ein bisschen nicht ganz so läuft, wie man sich das denkt. Ich hoffe und bin mir auch sehr sicher, dass sie mit dem ganz gut umgehen, aber da bedarf schon auch immer wieder zu justieren daran. Stichwort Salzburg, was hat der Roger gesagt? Ich habe mit ganz wenigen Leuten im Vorfeld über das Thema gesprochen, weil ich natürlich gewusst habe, wenn da was rauskommt, dann ist vorher schon Feuer am Dach. Der Roger ist einer davon, also ich habe mit zwei oder drei Leuten darüber gesprochen und einer davon ist der Roger. Wo ich gewusst habe, da kommt nichts raus, weil er sehr weit weg ist auch von da und wir uns eben sehr gut verstehen. Und wir haben uns ausgetauscht, was er mir geraten hat, sage ich jetzt nicht, weil wenn ich mit einem Freund spricht, dann bleibt es auch zwischen Freunden. Aber ich habe mich mit ihm ausgetauscht über die Thematik. Er hat ja solche Wechsel auch schon mehrmals hinter sich gebracht und deswegen hat er jetzt nicht nur als Freund, sondern auch als erfahrener Freund mit mir da reden können. Also ich nehme an, dass er ihm dazu geraten hat, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil so würden das Freund machen, so gehört sich das. Kommen wir zurück zum Last. Wer steht noch am Zettel, wo du sagst, da gibt es noch ein, zwei Positionen, da brauche ich noch unbedingt wen oder möchte noch wen? Ja, wir haben ein bisschen nicht unsere internen Planungen verraten, sondern sie dann mitgeteilt, wo es auch wirklich fix war. Es gibt noch ja, ein, zwei offene Sachen, jetzt der Christopher Tratzen als Beispiel, der jetzt da ist, weil er hat noch bis 30.06. Leihvertrag von Kaiserslautern, den würden wir natürlich weiterhin gerne bei uns sehen, hat aber er hat noch einen Vertrag in Lautern und da bedarf es auch der finanziellen Mithilfe von Lautern, sonst können wir das nicht stemmen. Er möchte da bleiben, so viel er mir gesagt hat, aber wie gesagt, da sind wir jetzt nicht ganz allein entscheidend. Und ich denke, wir haben einen tollen Kader, aber das Namen alleine wird nicht reichen, sondern jetzt ist doch relativ viel durcheinander gewürfelt worden in der Mannschaft, im ganzen Verein, im Trainerteam. Ich denke, wir müssen uns alle jetzt einmal die nächsten Tage und auch Wochen finden, uns kennenlernen, eine gemeinsame Idee, wie wir spielen wollen, entwickeln. Das natürlich am Platz, weil in der Kabine ist es relativ leicht, aber das Entscheidende ist am Platz, die Umsetzung. Und das ist so mein größter Lerneffekt des ersten Jahres in Ried, dass das Ganze nicht mit den Fingerschnippen geht. Und ich habe irgendwelche Ideen im Kopf. Es ist schön, wenn ich die habe. Ich glaube, eine Voraussetzung, aber es hilft uns nicht, Spiele zu gewinnen, sondern wenn die Idee in die Köpfe der Spieler ist, dann funktioniert es. Und dass eben das Zeit dauert, oftmals auch ein bisschen länger wie erhofft und geglaubt. Dem sind wir uns alle bewusst, aber wir haben das schon mal eine sehr, sehr ähnliche Situation mitgemacht mit
Ried, wo wir in der zweiten Liga aufgestiegen sind, wo wir ja, extrem Bundesliga-erfahrene Truppen waren, also wo ja, der Hans-Peter Berger im Tor war, der Franz Schiemer rechts gespielt habe, ich, Kabler, Andi Schicker, der Michi, Berchtold, Drechsel, Lasnik, Brenner, Kulic, also sage ich mal alles, keine so Umwelt, das war die Startelf. Ja, und bis am letzten Spieltag waren wir nicht Meister. Ich meine, wir haben zwar dann 77 Punkte und ich glaube bisher Allzeitrekord in der zweiten Liga, aber wir sind reingestartet und waren, glaube ich, nach 10 Runden Vierter oder Fünfter, 6 oder 7 Punkte hinten. Und auch da hat es Zeit gebraucht, bis wir uns gefunden haben. Aber wenn wir es schaffen, und das ist so unser kurzfristiges Ziel, aus 20, 21, 22 Individualisten, die sich jetzt auch viele erst kennenlernen, aus einem Trainerteam, das neu zusammengewürfelt ist, da einen verschworenen Haufen zu machen, dann haben wir mal die Voraussetzung dafür geschaffen, um dann erfolgreich Fußball zu spielen. Und ich denke, da werden wir jeden Tag dran arbeiten und parallel natürlich uns fußballerisch entwickeln. Du hast jetzt gerade einen Namen gesagt, den ich jetzt noch einwerfen möchte, nachdem ihr zu zweit da sitzt. Es gibt einen gewissen Stefan Drechsel irgendwo bei euch im Nachwuchs. Wo passt denn der Wick jetzt da noch eigentlich hin, neben euch zwei? Wann kommt der zum LASK? Das ist so, wie wenn du uns vor 2 Monaten gefragt hast, ob wir zum LASK kommen, haben wir auch gesagt. Das ist unmöglich fast. Und, nein, weiß ich nicht. Aber ich habe schon gesagt, auch beim Michi war nicht, weil er mein Freund ist und gerade keinen Job gehabt habe, das war nicht ausschlaggebend, sondern fachlich top, menschlich top. Der Ronny Brunmeier, der jetzt Trainer der Spielgemeinschaft Bashing LASK Juniors geworden ist, aus dem gleichen Grund, fachlich top, der schon jetzt 3 Jahre Akademietrainer war, menschlich top, wo wir einfach jemanden brauchen an der Schnittstelle zwischen Akademie und Profimannschaft, um da die Burschen heranzuführen. Er kennt die alle, die nächsten Jahre rauskommen, weil sie schon irgendwann einmal durch seine Fittiche gelaufen sind. Und ja, der Herwig Drechsel ist auch einer, der jetzt in Wallern Sportchef war, mehrere Jahre, auch menschlich und fachlich top ist. Als Freistoßtrainer vielleicht oder irgend sowas? Ja, sollten wir mal so viel Budgetmittel über haben, dass wir einen Freistoßtrainer uns leisten können, dann ist sicherlich er einer, der ganz oben auf der Liste steht, aber er hat auch sonst viele andere Qualitäten. Aber wie gesagt, wir haben jetzt einmal ein Team geschaffen, wo ich denke, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, aber wir sind natürlich, und das wissen wir auch, wir sind momentan zweite Liga, wir können uns jetzt noch nicht nach der Decke strecken, wir müssen natürlich den Spagat zwischen Anspruch an Qualität, und jeder weiß, Qualität kostet auch Geld, aber Anspruch an Qualität und Anspruch an den Mitteln, die wir haben, das müssen wir so gut wie es geht unter eine Haube bringen, unter ein Dach bringen. Ich denke, im Kader ist uns das bisher sehr, sehr gut gelungen und auch das hat extrem viel Mühe, extrem viel Aufwand erfordert, aber für den sind wir sich nicht so schade, aber wir haben jetzt angefangen und wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, in allen Bereichen. Der Start ist heute mal, der Startschuss ist heute gefallen, aber der Marathon dauert 42 Kilometer und der, was nach 1 Kilometer gefahren ist, ist meistens der Host, der irgendwann wegfällt. Aber der nach 42 Kilometer gefahren ist, das ist dann der Sieger. Das ist richtig. Dann wünsche ich euch alles Gute für die Aufgabe. Sag danke, dass ihr die Zeit genommen habt. Und wir sehen, Freundschaft ist wurscht wo ganz wichtig.